Hallo Leute, es ist wieder Zeit für ein neues Video und diesmal geht es um den Unterschied zwischen dem Handwerksbäcker-Krapfen und dem Discounter-Krapfen. Viel Spaß damit! Ich habe dazu ein paar Facts herausgeschrieben und die will ich jetzt euch gern kurz erklären, wo es eigentlich den Unterschied zwischen den beiden Krapfen jetzt gibt. Beginnen wir gleich mit dem Preis. Der Discounter-Krapfen kostet 27 Cent und der Handwerksbäcker-Krapfen kostet 1,75 Euro. Alleine da merkt man schon, ein Handwerksbäcker wird nie einen Krapfen um 27 Cent herstellen können. Der hat keine riesen Fritteranlage, die den ganzen Tag laufen kann. Der Handwerksbäcker nimmt hochwertige Rohstoffe und nun. Deswegen kostet er beim Handwerksbäcker auch 1,75 Euro. Dann gehe ich gleich weiter, weil ich die Inhaltsstoffe angesprochen habe. Bei diesen Handwerksbäcker-Krapfen sind wirklich nur Zutaten drin, die ihr auch kennt, sprich Mehl, Eier, Zucker, Salz, Hefe und und. Beim Discounter-Krapfen blende ich euch jetzt die Zutatenliste ein. Ist eigentlich wahnsinnig, da ist fast alles drin, inklusive Zusatzstoffe und. Von dem, was ich eigentlich überhaupt kein Fan bin, weil ich habe generell gern nur Backwaren, die aus, ich sage jetzt mal, normalen Rohstoffen, normalen Zutaten hergestellt werden, die ich auch kenne, ja. Eben sprich Mehl, Wasser, Salz und. Dann geht es weiter zum Transportweg, das auch immer wieder ein Riesenthema für mich ist. Beim Handwerksbäcker-Krapfen, ja, haben wir wahrscheinlich einen Transportweg, wenn gleich dahinter die Bäckerei ist, von 20 bis 50 Schritten, da ist hinten der kleine Fritter, da wird der Krapfen herausgebacken, nach vorne ins Geschäft gebracht und dann wird der tagesfrisch verkauft. Hier den Discounter-Krapfen, den ich hier habe, habe ich nachgeforscht, der hat mindestens 250 Kilometer Tiefkühltransportweg hinter sich. Und das ist schon eine Menge, finde ich, weil ich frage mich, warum muss ich mir den Krapfen von 250 Kilometer entfernt holen und dann noch tiefgekühlt, sprich der ganze Transportaufwand ist nochmal kostenintensiver und nochmal umweltverschmutzender, würde ich jetzt mal sagen. Und das möchte ich einfach nicht unterstützen. Zum, wie ich schon vorher gesagt habe, frisch und eben tiefgekühlt hier, bekommt ihr bei diesem Krapfen wirklich jeden Tag frisch beim Bäcker gemacht. Und der Discounter-Krapfen steht sogar auf der Verpackung drauf, der war tiefgekühlt eingefroren. Und die tauen den dann einfach auf und geben dann nochmals 3 Tage frisch, ja, also wenn der Krapfen quasi heute aus dem Tiefkühler genommen wird, dann wird er noch 3 Tage verkauft. So, was habe ich denn hier noch alles stehen? Was mir auch immer wichtig ist, ist sagen, okay, wenn es um die Optik jetzt reingeht, dann werdet ihr halt merken, dass beim Handwerksbäcker-Krapfen der Rand immer leicht faltig und sich ein bisschen niedersetzt. Das ist eben, weil keine künstlichen Zusatzstoffe drin sind, ja. Wenn wir uns hier den anschauen, den Discounter-Krapfen, der steht eigentlich vom Rand her recht stabil. Das machen eben die ganzen Zusatzstoffe und Emulgatoren eben aus, damit das so stabil steht. Es ist auch immer ein Indikator für euch, okay, sind jetzt Zusatzstoffe drin oder nicht. Das ist natürlich keine Garantie, möchte ich auch sagen. Aber wenn ihr merkt, der Rand setzt sich ein wenig, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass keine Zusatzstoffe drin sind. Ja. Ja, dann würde ich sagen, genug zu den Fakten. Wir schneiden jetzt einfach beide auf und kosten sie. Was mir jetzt natürlich gleich auffällt, die Marmelademenge. Ihr könnt es noch nicht sehen, aber ich werde es euch jetzt mal zeigen. Wir beginnen mit dem Discounter-Krapfen. Ja. Ja, Marmelade ist da. Aber ich würde eher sagen, in einer homöopathischen Dosis, wenn ihr das sehen könnt. Also da werdet ihr jetzt nicht lang eine Freude haben. Und wenn ich jetzt den Handwerksbäcker-Krapfen anschaue, ja, da ist reichlich Marmelade drin. Ja. Also so gehört sich das einfach für meinen Geschmack. Wenn man einen Marmelade-Krapfen kauft, natürlich sollte auch dementsprechend Marmelade drin sein. So, ich habe mir nur schnell einen Löffel geholt, weil wir werden natürlich die Marmelade zuerst separat kosten, damit es auch relativ fair ist. Ich schau mal, wo es hier Marmelade gibt. Zuerst die Discounter-Marmelade. Ist halt wirklich sehr, sehr süß. Schmeckt nicht so stark intensiv nach Marille.
kosten wir mal die Marmelade von Handwerksbäcker. Dann merkt ihr einfach, jetzt ohne Witz, die ist, das kann man mögen oder nicht, aber die Handwerksbäcker Marmelade ist hier leicht mit ein bisschen Rum abgeschmeckt, hat eine schön ausgewogene Säure und man schmeckt total die Frucht. Also wenn ich das jetzt nochmal jetzt gegenkoste vom Discounter, habt ihr einfach, das ist nur zuckersüß mit, sag jetzt mal, leichten Marillenaromen, aber die Marmelade vom Handwerksbäcker ist einfach der Wahnsinn. Jetzt koste ich den Teig für euch. Ich beginne jetzt mal mit den Discounter-Krapfen wieder. Vom Bruch her ist es leider etwas trocken. Mundgefühl ist in Ordnung. Der Krapfen ist aber leider sehr trocken. Und das ist natürlich auch nicht vom Vorteil, wenn jetzt eh schon keine Marmelade drin ist und der Krapfen ist noch trocken. Ist halt leider kein wahrer Hochgenuss. Auf den freue ich mich natürlich jetzt schon mehr. Der ist schon mal viel saftiger, das merkst du allein schon beim Durchreißen, dass der viel saftiger ist. Ist natürlich klar, weil der ist frisch gemacht worden. Der war schon im Tiefkühler, keine Ahnung wie lang. Und das raubt eben einem eben die Saftigkeit. Liebe Leute, so stelle ich mir persönlich einen Krapfen vor. Tagesfrisch, schön flaumig, harmonische Marmelade mit einer leichten Säure, schön fruchtig. Da gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Ich persönlich werde mich immer für den Handwerksbäcker Krapfen entscheiden. Wenn es Leute gibt, die sagen, okay, 1,75 ist mir zu teuer, mein Tipp für euch, esst dann lieber nur jeden zweiten Tag einen Krapfen, bevor ihr jeden Tag so einen Krapfen esst. Am Ende des Tages müsst ihr natürlich immer selbst entscheiden, was ihr konsumieren möchtet. Ich würde euch immer empfehlen, schaut auf eure Lebensmittel generell, dass keine Zusatzstoffe drin sind. Ja. Ich persönlich bin kein Fan von Zusatzstoffen. Deswegen geht zum Handwerksbäcker. Ich wünsche euch noch eine schöne Faschingszeit. Bleibt fit und bis zum nächsten Video. Ah, ich habe noch was vergessen. Für die Leute, die sich den Handwerksbäcker Krapfen zu Hause selber machen wollen, habe ich natürlich für euch wieder ein kostenloses Rezept. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und damit könnt ihr dann euch zu Hause den Krapfen selbst backen und könnt auf den Discounter-Krapfen gerne verzichten. Ich wünsche euch noch eine schöne Faschingszeit. Bleibt fit und bis zum nächsten Mal. Euer Brotsommelier. Ciao.